Servus Freunde und willkommen zurück bei Shisha Wiki. Heute gibt es ein sehr ernstes Thema und zwar gab es in Russland einen etwas größeren Vorfall, was die Shisha-Szene krass betreffen könnte. Es geht darum, dass es wohl neue Gesetze in Russland geben wird oder die sind schon beschlossen, aber noch nicht in Kraft, die das Shisha-Rauchen und die komplette Shisha-Szene in Russland krass auf den Kopf stellen könnten. Es könnte Russland wirklich krass massiv einschränken. McCloud hat dazu ein 23-minütiges Video rausgehauen. Leider komplett auf Russisch. Ich habe es erst versucht mit automatisch übersetzten Untertiteln. Das hat gar nicht gut geklappt. Deswegen habe ich mir heute eine Russisch-Übersetzerin organisiert. Deswegen, hallo Mascha, schön, dass du da bist. Hi Marvin, hi Shisha Wiki. Und wir gucken uns jetzt das Video zusammen an. Und wenn wichtige Parts kommen, werden wir das Ganze übersetzen, beziehungsweise Mascha wird das Ganze übersetzen. Ich weiß ja eh nicht, wann was wichtig ist. Ich verstehe ja kein Wort. Dass jetzt eben dieses Gesetz beschlossen wurde. Mascha, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen mit dieser Institution, die das gemacht hat. Genau, also es ist quasi die Gosduma, die Bundesregierung von Russland sozusagen. Der Präsident hat jetzt im August das Gesetz unterzeichnet, in dem Shishas und auch, sagen wir mal, Shisha-Produkte als auch Geräte, nikotinhaltige Mischungen, nikotinfreie Mischungen, alle jetzt den Zigaretten gleichgestellt werden. Und da gibt es natürlich ganz viele Einschränkungen jetzt dann für die Shisha-Szene in Russland. Ja. Und Zigaretten, hast du eben schon erzählt, sind in Russland sowieso krass eingeschränkt. Man darf nur in ganz bestimmt gekennzeichneten Bereichen überhaupt Zigaretten rauchen. Das heißt, du dürftest auch nicht durch den Park laufen und einfach eine Zigarette rauchen. Also in Großstädten wird das so geregelt. Natürlich in, sag ich mal, etwas außerhalb ist das nicht so, beziehungsweise man kennt es auch vielleicht von Flughäfen oder öffentlichen Gebäuden. Da gibt es auch diese Smoking Areas oder diese Smoking-Kabinen. Und das ist halt gang und gäbe jetzt auch in Russland. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es dann aus mit Shisha? Ja, ja. Da sind wir sehr gespannt. Ich würde sagen, wir sehen den COO von McCloud im Interview, richtig? Stellvertreter, genau. Das ist der Ivan, der rechts, der stellvertretende CEO von McCloud. Und er gibt hier ein paar Comments. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter und sind sehr gespannt, was da in Russland los ist. Absolut, genau. Das ist wirklich krass. Achso, Mascha, noch kurze Frage zwischendrin. Das Gesetz wurde jetzt verabschiedet und tritt dann bald in Kraft. Haben wir schon gehört, wann es in Kraft treten soll? Also das ist genau die Frage, die der Moderator dann, glaube ich, der Moderator ist der links, genau, der stellt auch diese Frage. Aber das Gesetz wurde verabschiedet jetzt zum 1. August. Es soll in 90 Tagen in Kraft treten und in abgewandelter Form in 180 Tagen. Okay, dann schauen wir am besten einfach mal weiter, wenn ich schon wieder zu voreilig bin. Вот после того, ну этот с 18 года закон обсуждал. Вот он 31 июля 2020 года принят и подписан. У вас была какая-то реакция на него? То есть вы сейчас планируете? В конце июля произошло... Sorry, ist es irgendwie nach... Kein Problem. Kein Ding, wir scrollen einfach halbwegs wieder dahin, wo genau, wir waren. Genau, bitte. Genau, also der Moderator hat halt gesagt, dass das neue Gesetz in 90 Tagen in Kraft treten soll oder in abgewandelter Form in 180 Tagen. Okay, was heißt das? In 90 Tagen tritt es in Kraft? Und dann nochmal in 90 Tagen in abgewandelter Form? Also erst voll und dann wieder anders? Oder wie verstehe ich das falsch? Ja, es gibt da wahrscheinlich unterschiedlich, also es kommt darauf an, auf was für Maßnahmen oder für welche Läden oder für welche Tatsachen genau. Für gewisse Punkte gilt das sofort, für manche Maßnahmen in 90 Tagen maximal, dass man einfach Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, und für manche Actions dann 180 Tage, genau. Okay, also einfach zwei Stufensystem. Ja, genau. Okay. Und das Gesetz ist seit 2018 in Russland bereits umstritten und nun wurden, wie gesagt, die Regelungen getroffen und da möchte jetzt der Moderator wissen, wie sieht die Reaktion von McCloud im Allgemeinen aus? Plant McCloud hierzu irgendwelche Rückzieher in Bezug auf die Ereignisse? Und der Ivan, der gibt jetzt dann hierzu ein kurzes Statement. Ja, weil sagen wir mal, im schlimmsten Fall, wenn das alles verboten wird, dann können die ja den Laden dicht machen. Ja, es wird natürlich nach Wegen gesucht, wie man das Ganze dann auch alternativ lösen kann. Natürlich, klar, wie in Deutschland jetzt mit TPD. Genau, richtig. Ja. Genau. Boah. Dann ich klicke auf Weiter. Ja.
Okay. Ван – это заместитель директора, заместитель Игоря Чувакова, соответственно, на данный момент в отсутствии Игоря вообще первый человек в компании MacLeod. Вань, вот после того… Also, ну, die erste этот, Person, die von MacLeod hier ein Statement abgeben kann. Mm-hmm. Вот он 31 июля 2020 года genau. Принят и подписан. У вас была какая-то реакция? Ich glaube, wir können sogar fast das Video ein bisschen leiser machen. Ich weiß nicht, mm-hmm. ob ich jetzt auch für dich leiser mache. Ich glaube leider ja. Und dann mm-hmm. könnten wir einfach on the go so ein bisschen. Okay. Ne? Also ich weiß nicht, wirklich? Ob das geht. Wir können es ja mal versuchen, weil sonst brauchen wir ja eine Stunde für 23 ja, Minuten. Ja, genau. Genau. Also, so, dann probieren wir es mal. Ich drück Play. Планируете какие-то отходы, отступления, движения? Да слушай, пока как таковой такой прям полноценной реакции не было. So, und jetzt gibt der Ivan hier ein Statement, dass es eine vollwertige Reaktion hierzu eigentlich nicht gibt. Es gibt keine Klarheit, was das ist, was machen wir damit, wie wird das aussehen, bislang gibt es keine Genauigkeiten. Es gibt eine Tatsache, es gibt eine Unterzeichnung, irgendwelche Regelungen wurden unterschrieben, aber man kann einfach nicht verstehen, wie wird das kontrolliert, wer wird das kontrollieren, in welcher Form wird das kontrollieren, wie wird das Ganze aussehen. Und deshalb machen wir uns momentan noch keine genauen Gedanken. Ja, es gibt eine Information, es gibt ein unterschriebenes Gesetz, es gibt Deadlines und es gibt Verbote. Das ist alles. Alles Weitere gibt es nicht. Und jetzt fragt der Moderator, wie sieht das aus mit dem Verkauf von den Produkten von MacLeod? Und momentan macht man sich wirklich nur Gedanken, was machen wir, wenn das eine eintritt? Oder was machen wir, was das andere, wenn das andere eintrifft? Also und kurz, wir werden, ich mach nochmal Pause genau. zwischendrin. Also MacLeod wird nicht aufhören, die Shisha zu produzieren. Okay, das ist schon mal sehr nice. Weil ich meine, für MacLeod ist ja mittlerweile natürlich auch ein anderer Markt super interessant und nicht nur der russische. Das heißt, sie können ja auch einfach sagen, gut, dann wir produzieren weiter Shishas und wir exportieren die halt einfach nach Deutschland. Mhm. Könnte man ja so machen. Also, aber er sagt so, die wissen noch nicht genau, was kommt und deswegen ist alles, was die im Moment machen können, Rätselraten, was vielleicht passiert und was sie dann machen. Aber was davon dann wie eintritt, wissen die gar nicht genau. Richtig, und ich denke, dass sie das auch vielleicht jetzt zu dem Zeitpunkt nicht offiziell verkünden wollen, weil ja. sie momentan natürlich die Lage abchecken und auch die Situation. Ja. Klar, wäre ja auch dumm, wenn die jetzt sagen, wir machen das jetzt eh so und so und so und dann liefern sie praktisch handfeste Beweise gegen MacLeod. Ja, genau, richtig. Ja. Und er hat auch hier in dem Statement jetzt gerade, sagte ja auch, dass es für die Firmen oder für die Leute, die mit der Herstellung von Shisha beschäftigt sind, also rein Shisha, keine Tabakerzeugnisse, dass es wahrscheinlich hier um einiges einfacher sein wird. Mhm, ja. Na, ja, also man kann Stichwort, das Ganze schon so ein bisschen mit das, TPD2 vergleichen in Deutschland. Ja, also Stichwort, wie wird es dann aussehen für Must-Have zum Beispiel oder Element, das wird dann spannend, ja. Ja, okay. Drück gerne Play, wenn du ready bist. Okay, gut. Genau, hier fragt jetzt der Moderator, warum wird es einfacher für die Shisha-Hersteller? Und ja, weil das dann, sagen wir mal, wenn es aus den Verkaufsläden, wenn das verboten sein wird, Shisha zu verkaufen, dann kann es immer noch sein, dass die Personen weiterhin ja die Shisha fürs Zuhause kaufen können. Mhm, ja. In einer Art und Weise. Zwischendrin, Lodo, Kuss, danke für die 3,50, Wette zu EM. Wird bei uns auch noch so ein Gesetz kommen? Ist nie ausgeschlossen, dass sowas bei uns auch wiederkommt und das noch weitergeht, ne? So, bin ready. Alles klar, gut, dann mache ich auf Play. Останутся точно так же все магазины. Ну, то есть магазины вряд ли будут закрываться. Может, какие-то маленькие будут закрываться. Кальяны, офлайны. Кальяны с огромными парками, которые, вопросов нет, эксплуатируют да. кальяны да. больше, чем частник. Слушай, да, такое будет, но... люди, которые привыкли so курить в заведении, они же не перестанут курить. Ну, то есть не будет такого, что типа все, заведение закрыто, я не буду курить. Я думаю. Genau, jetzt hier wird darauf eingegangen, wenn zum Beispiel man die Shisha-Parks nimmt oder die Shisha-Lounges, wo ja der Konsum viel größer ist als der Verkauf an Produkt, wie wird das dann da aussehen? Ja. Und da sagt der Ivan, ja, das trifft natürlich zu, aber wie gesagt, die Leute, die gewohnt sind, in öffentlichen Locations zu rauchen, die werden damit natürlich nicht sofort aufhören. Die werden ja. dann entsprechend die Shisha einkaufen und mit nach Hause nehmen ja, und zu Hause verwenden. Und ja.
Ja, weil es gerade eine riesige Kultur ist, kann man sich nicht vorstellen, dass man dann wirklich Ja. damit komplett aufhört. Safe. Und zum Teil kennt Ivan auch selber eine sehr große Gruppe an Leuten, die auch jetzt die Shisha sozusagen sammeln, also wirklich zu Sammlern geworden Ja. sind. Deswegen kann er das nicht ausschließen. Ich kenne auch einen. Ja, ich sehe das bei dir hinten. Was ich noch sagen wollte, so, das hat man ja auch bei uns gemerkt. In dem Moment, wo die Shisha-Bars zugemacht haben, sind ja etliche neue Leute dazugekommen, die sich jetzt eine Pfeife kaufen wollten oder auch gekauft haben und dann daheim weitergeraucht haben. Also zum Beispiel ein guter Kumpel von mir, der Lukas, der ist auch öfter hier im Live-Chat, der hat immer gerne zugeguckt und war auch gerne mal mit mir in der Shisha-Bar, aber die hatten keine Pfeife daheim. So, und dann kam Corona und dann wurde es denen zu tricky, in der Bar zu rauchen. Und dann hat er mir eine Pfeife abgekauft und raucht jetzt auch daheim. Also ist jetzt auch zu jemandem geworden, der daheim sich abends mal ein schönes Köpfchen anmacht. Und ich glaube, Genau. das meint Ivan gerade genau, dass sowas dann auch in Russland passieren könnte. Genau. Okay. Я не закрыт, я не буду курить. Я думаю, будут. Люди будут брать домой точно так же. Люди будут брать Ja, genau, несколько hier geht er кальян в darauf день, ein, потому dass что это die Leute das огромная mit нach культура. Hause nehmen. Ну, я знаю достаточное количество людей. Закрытые выкладки, Also так же, hier как и wird сигареты. darauf Однако это eingegangen, касается dass и diese самих кальянных Shishas, also die аппаратов. И вот Shisha здесь selber, интересно узнать, jetzt как будут auch функционировать розничные eingegrenzt. магазины, тем более, что эти поправки Kann ich gleich mal auf вступают в Pause? силу именно с момента принятия Das закона, то funktioniert есть уже nicht. непосредственно по Warte, ich выходу probier из Shisha. mal. Ah, yes. Danke, danke dir. Das warst du, ich Genau. habe gar nichts gemacht. Okay, perfekt. Also hier geht es jetzt darum, man geht jetzt wirklich auf die Shishas ein. Also das heißt, was passiert mit denen? Da gibt es jetzt auch einen Detailauszug, und zwar, dass man das hinter verschlossenen oder verschlossenen Vorhängen oder getönten Scheiben dann die Shishas nur noch verkauft werden dürfen. Krass. Und wie das Ganze dann ja im Detail halt aussehen soll. Genau, und das ist jetzt eine Intro, wo man dann wirklich auf die Shisha selber eingeht, nicht auf die, auf den Tabak. Also hier geht es wirklich darum, dass man sagt, ja, man muss dann wirklich die Läden hinter Vorhängen oder mit Vorhängen verdecken oder getönte Scheiben vorsehen. Wie soll denn das aussehen, ja? Also es ist wirklich unvorstellbar. Und jetzt sagt hier der Ivan, dass es wird wirklich interessant für die Läden, die natürlich neben Tabak noch andere Sachen verkaufen. Also wie in Deutschland jetzt zum Beispiel bei den Tankstellen oder in Supermärkten, ja, wird Ja. das geregelt sein. Das heißt, es kann Oh ja, sein, dass krass. dadurch dann spezialisierte Läden entstehen werden, Oder die dann nur eine noch. nur noch, genau, ja. Vielleicht könnte es auch so aussehen, dass es dann eine Eingrenzung geben wird im Eingangsbereich. Vielleicht, dass man da eine getönte Scheibe vorbringt, dass man zusätzliches Personal vorsieht, welches die Kunden begrüßt und Ausweise prüft. Vielleicht irgendwelche Lektionen nach dem Motto, Rauchen ist schädlich. Also sowas gibt es ja schon in Wirklichkeit, dass du die Person vorwarnen musst, dass Rauchen schädlich ist, aber wahrscheinlich wird alles so aussehen, ja, mit einer gewissen Zulassung dann, dass man Personen den Zugang gewähren kann. Aber alles wirklich komplett so abzudecken, das ist unvorstellbar. Kann man sich echt nicht vorstellen, auch für die Läden in Deutschland. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das sind so kleine Kiosk zum Beispiel oder Einkaufsinseln, die sich im Einkaufszentrum befinden, das wird natürlich schwer, weil wie willst du sowas dann zum Beispiel komplett abschotten? Was komplett mit Vorhängen aussieht, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ja, oder jetzt sagt auch Devan, vielleicht wirklich gibt es dann in Zukunft wirklich viel mehr Fachhändler hierfür. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mache kurz Pause. Das gibt's ja auch schon. Das gibt's ja auch schon in Spanien. Hat auch gerade Tia nochmal geschrieben. Ich war ja Anfang des Jahres in Spanien bei Hukain. Und in Spanien ist das so: Es gibt zwar Shisha-Läden, aber die dürfen keinen Tabak verkaufen, sondern es gibt Tabakeria und nur dort kannst du Tabak kaufen. Das ist dann wirklich ein Tabakfachgeschäft, aber für alles, also Zigaretten, Zigarren, Pfeife, also wirkliche Pfeife und auch Shisha. Und da musst du dann den Tabak holen. Und wenn die sowas hätten in Russland oder wenn das überwiegend so das Ding wäre, dann könnte man ja auch einfach sagen, okay, dann werden die halt abgehängt und so und dann würde das ja funktionieren. Aber ist ja auch wieder die Frage,
ob das genau so ist, ob das jetzt final ist, ob das genau so kommt und welche Ausnahmen es gibt und so weiter. Das ist krass. Richtig. Jetzt, also bevor du Play klickst, jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Punkt und da werden die europäischen Käufer werden hier benannt, auch Deutschland wird hier dann benannt. Es geht jetzt darum, inwieweit die Shishas über Webseiten weiterhin verkauft werden dürfen. Okay, krass, ja. Drück Okay, gerne dann können wir Play. jetzt. Okay, oder klickst, oder ja, ich klick du am besten Ich, auf ja, Play, weil. okay. Ich drücke jetzt Danke dir. Play. Danke dir. Okay. Ich muss noch mal kurz Pause machen. Sumse mit dem Fünfer im Superchat am Start. Danke, Marvin. Krass, dass du sogar eine Übersetzerin für uns am Start hast. Der Content ist einfach absolut on fire. Danke dir, Sumse, für den Fünfer. Aber das Dank geht echt nicht an mich. Das Dank geht an Mascha dafür, dass sie hier bereit ist, das uns zu übersetzen. Also, ich habe das auch nur mit dem automatisch übersetzten Untertiteln geguckt und. Also ich habe nur 10% verstanden, weil die automatisch übersetzten Untertitel sind immer Schmutz. Also wirklich danke, dass du uns das hier übersetzt, weil ich wäre auch komplett lost. Kein Thema, sehr gerne. Ich meine, es interessiert mich ja auch sehr, deswegen, Ja. ja, kein Ding. Ja, aber ich finde auch wichtig, weil guck mal, das kriegt in Deutschland ja keiner mit. So, und das würde in Deutschland, wenn wir, also jetzt kriegen es ja wenigstens schon mal 400, 500 Leute mit, so, wenn wir das so machen, dass wir das im Stream zusammen gucken und du uns das übersetzt. Aber ansonsten hätten wir einfach keine Ahnung, dass das in Russland da abgeht und was da kommt und so. Vielleicht so ein paar Leute, die halt irgendwie Russisch können oder aus Russland kommen oder wie auch immer. Aber an den meisten würde das vorbeigehen. Und ich finde das schon wichtig zu wissen, was da gerade so abgeht in anderen Shisha-Szenen auf der Welt. Weil wenn sowas schon in Russland passiert, wo ich das eher als lockere Gesetzeslage, was so Produkte angeht, eingeschätzt hätte, uff. Was das für Deutschland bedeuten könnte. Also krass. Genau. Und der ganze Chat schreibt danke, 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 danke. Dankeschön, Leute. Danke, Shisha WG. Wie spricht man deinen Namen richtig aus? Mache ich das richtig? Mascha? Ja, das passt Okay, perfekt. okay. Ich hatte Angst, dass man irgendwie Mascha oder sowas. Also irgendwie. Gut. Wenn alles richtig ist, wunderbar. So, dann drücke ich wieder Play, ja? Ja. Okay. Und nochmal Pause. Sorry an alle Headphone-User. Kevin haut nochmal einen Fünfer raus und schreibt, also ich glaube, meine McCloud kommt früher als gedacht, wenn man das so sieht. Also ich will hier jetzt keine Panik machen und so, ne? Vielleicht sollten wir uns da gerade erstmal den nächsten Part anhören, aber je nachdem, was da in Russland abgeht, ist es vielleicht definitiv einfacher jetzt zuzuschlagen. Aber ich würde sagen, wir schauen mal weiter, wenn dann wird das ja jetzt der richtige Part für genau diese Frage. Genau. Gut, also ich drück Play. Oder auch nicht. Play. Ah. Ich habe anscheinend direkt wieder Pause gedrückt. Jetzt. Nee. Ja. Hä? Drückst du Pause? Nein, ich drücke gar nichts. Hä? Es wird direkt wieder pausiert. Nein, jetzt Jetzt. funktioniert es. Perfekt, genau. Also wie bereits erwähnt, Shisha wird an die gleichen Einschränkungen angelehnt wie die nikotinhaltigen Produkte. Im Einzelnen darf man diese nicht mehr in der Nähe von Bildungsstätten, auf Märkten, auf Messen verkaufen, darf nicht in Auf Form von Messen, Kit. da muss ich Pause machen. Man wird in Ja. Russland nicht mehr Pfeifen auf Messen verkaufen dürfen. Ja, Messen, also auf Messen Shisha als auch Tabakerzeugnisse. Du darfst weder Pfeifen selbst noch Tabak auf der Shisha-Messe kaufen. Richtig. RIP-Hooker-Club-Show. RIP-Hooker-Club-Show. Ich habe mich schon so Ja, auf die nächste Messe. wir müssen uns das ausrechnen, weil wenn es in abgewandelter Form in 180 Tagen, dann vielleicht schaffen sie es noch, was da Ja, durchzubringen, okay, genau. dann schaffen wir vielleicht noch eine Hooker-Club-Show, aber dann ist ja danach Ende. Richtig, und momentan ist ja John Galliano das einzige Festival, was jetzt am Ja. Wochenende war in Russland. Das war das einzige Happy Festival, sage ich jetzt mal, was noch da glimpflich davon gekommen ist Scheiße. und das auch ohne Einschränkungen durchführen konnte. Stellt euch nur mal vor, Leute, das hört sich jetzt so easy an, wenn man das für Russland hört, weil es so weit weg ist. Stell dich mal vor, das kommt in Deutschland. Stell dich mal vor, wir hätten Shisha-Messe Frankfurt und ihr dürftet weder Tabak noch eine Pfeife kaufen. Also ich glaube, die Besucherzahlen auf der Messe wären direkt halbiert. Weil viele Leute gehen auf die Messe, weil Messeangebote, neue Sachen direkt und so weiter. Uff. Uff, uff, uff. Krass. Genau.
Okay, ich drück mal wieder Play, aber das war gerade ein harter Hit. Бороться представители власти с таким нарушением, будут ли блокировать сайты, как их можно будет разблокировать обратно? Ja, und dann geht es jetzt auch darum, es ist, wie gesagt, Catering darf nicht betrieben werden, Fernverkäufe dürfen nicht mehr getätigt werden, das heißt, Verkauf von Shisha-Geräten über Webseiten Krass. Sind auch verboten. Und bislang ist dann, wenn wir kurz auf Pause klicken, ja. Danke dir. Und bislang ist es, wie gesagt, unklar, wie da wie dann vorgegangen wird, wenn man zum Beispiel diese Gesetze nicht einhält, werden dann die Webseiten blockiert, wie kann man diese entblocken und insbesondere, wie wird McCloud damit umgehen, das ist noch unklar. Und der Moderator, der stellt jetzt dann natürlich die heißeste Frage an den an McCloud, und zwar McCloud als McCloud betrifft es als Hersteller, dass, wie gesagt, der Verbot des Verkaufs von Shisha und Tabak durch das Internet verboten ist. Und McCloud verkauft ja zum Teil durchs Internet, sehen wir ja auch selber. Klar. Und es gibt eine aktive Webseite. Zu dieser Seite ist die Online-Kasse auch angebunden. Und jetzt fragt er, was wird man McCloud machen? Wie wird, wenn das Ganze geschlossen wird? Und man merkt jetzt auch dann, dass der Ivan wirklich da betroffen ist zu dem Punkt. Mhm. Und dann können wir jetzt gleich mal auf Play klicken. Okay. Вы продаете через интернет, в том числе у вас сайт, который да. активно работает, к нему привязана онлайн-касса. Что вы будете делать, если это закроют? Да, 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 да. Вот это, знаешь, такая прям боль, наверное, в этом, ну, во всем этом законе. Ja, also das ist ein Schmerzpunkt. Das ist wohl wirklich am bittersten an dem ganzen Gesetz, dass unsere Website nicht nur sich auf Russland bezieht, sondern weltweit. Das heißt, Bestellungen werden weltweit getätigt. Und was den Tabakverkauf angeht, dieser wurde ja bereits verboten. Und es gibt, sagen wir mal, eine Online-Vitrine. Man kann sich das da anschauen, aber man kann nicht kaufen. Also das wird nicht im Online-Handel ersichtlich, dass du Tabak kaufst. Und vielleicht wird das Ganze so umgangen, dass man... Soll ich mal Pause machen? Ja, genau. Und das Ganze wird halt so umgangen, dass man sich das online in der Webseite sich anschauen kann. Man kann aber keine Bestellung durchführen durch die Webseite. Also man kann keinen Tabak online kaufen. Das ist auch im Moment schon so. Genau, richtig. Okay. Und vielleicht wird diese Situation dann ja so, wie gesagt, aussehen und ja, genau, dass man das wie ein Showroom sozusagen dann nur noch sehen kann auf der Webseite. Krass. Also eigentlich nur, das habe ich in meinem Laden, aber wenn ihr es kaufen wollt, dann kommt rum. Mhm. Krass. So, jetzt geht es um die Frage, wäre es denn eine Möglichkeit, dass man die Firma irgendwo im Ausland registriert? Genau, das habe ich eben nämlich auch überlegt. Die könnten doch einfach mal cloud.de kaufen und ein deutscher Shop werden. Also ich meine, es wäre natürlich trotzdem krank, die Leute dazu zu zwingen, dann aus Deutschland zu agieren oder so, aber das wäre vielleicht die Lösung, wie halt mal cloud überleben könnte. Auf jeden Fall schwierig. Genau, also sagt die Firma im Ausland oder die, weißt du, das passt, oder die Website im Ausland. Und genau, natürlich .de muss reicht man, ja eigentlich schon. Dadurch muss man dann aber immer noch steuerlich aus dem russischen System rausgehen. Mhm. Und ja, ist denn, oder da fragt jetzt dann der Moderator, ob es wirklich eine Möglichkeit gibt, das Ganze irgendwie so zu überlisten. Mhm. Была такая мысль, но это все, если будет делать, то это, конечно, будет там с консультацией юристов, когда уже 100% закон вступит в свою силу, когда мы будем готовы, и, наверное, может быть, как такой вариант. А вот европейцы вас покупают. Genau, und jetzt vielleicht klicken wir kurz auf Pause. Danke dir, Marvin. Ja, also... Danke dir fürs Übersetzen, nicht mir fürs Pause drücken. McCloud hat sich hierzu natürlich schon Gedanken gemacht, wie du auch gesagt hast. Jedoch wird natürlich das Ganze auch nur über eine Beratung von Juristen überprüft und auch wirklich, wenn das Gesetz dann zu 100% voll in Kraft tritt und auch nachdem McCloud auch komplett dafür bereit ist, dann wird es hier eine entsprechende Lösung geben. Mhm. Genau, und jetzt fragt dann der Moderator, ob, ja, bei McCloud bestellen ja auch Europäer und wenn sie die Shisha von McCloud kaufen, wird sie dann über die russische Website gekauft oder über eine europäische Webseite? Da hören wir jetzt gleich mal kurz rein. Aber gut, wenn Steuer und Co. und der Fiskus trotzdem in Russland ist, könnte das ja dennoch ein Problem sein, oder? Mhm, genau. Okay.
Или вообще как? Нет, через европейский. Через европейский сайт, но он зарегистрирован здесь. Но он зарегистрирован в России. Вот, вот в чем вопрос. Ja, also der Ivan sagt, dass für die europäischen Kunden, oder funktionieren die Bestellungen über europäische Website, die aber in Russland registriert ist. Okay. Und jetzt fragt der Moderator, wäre es möglich, dass man Teile verkauft, nicht komplett eine Shisha, sondern man formuliert das Ganze um, dass man irgendwelche Einzelteile verkauft zum Beispiel, also wirklich ein Bluff hier. Und jetzt versucht Ivan zu erklären, dass man das wirklich erst im Laufe der Zeit aufbaut. Momentan hat jemand hier mit dem Finger einfach einen Finger gehoben und hat gesagt, ja, hier ist das Gesetz. Und er wird sich dann Gedanken machen, welche Varianten stehen zur Verfügung, was man alles machen kann. Man wird sehen, welche Fehler andere machen, welche Fehler wir selber machen und entsprechend dann agieren, ja. Und jetzt fragt natürlich der Moderator, kann es passieren, dass es auch dann Europa oder Deutschland auch so treffen wird? Oh boy. Und Ivan sagt, also ich glaube nicht, dass es in Deutschland vorkommen wird, weil in Deutschland alles etwas einfacher geregelt ist. Geil, das hätte ich auch nicht gedacht, dass man den Russen sagen höre, nee, nee, die Gesetze in Deutschland, die sind doch lasch, jeder weiß das. So was? What oder, ja, vielleicht hat er das Gefühl, dass man damit hier in Deutschland etwas ja, einfacher umgeht. Oder ja, gut, also hier kann man noch Tabak online kaufen, hier kannst du dich in die Öffentlichkeit setzen, kannst du eine Pfeife anmachen. Gut, manche Cops sind vielleicht ungemütlich oder so und sagen dann irgendwie, ja, offenes Feuer, das ist hier nicht erlaubt oder so. Aber im Grunde kannst du jetzt deine Pfeife nehmen, kannst dich an den Fluss setzen, kannst den Pfeifchen dann machen, kannst vorher online Tabak bestellen, solange du über 18 bist und so. Puh, schwierig, aber trotzdem interessant, dass er das so einschätzt, dass das in Deutschland locker ist, wo wir doch auch die ganze Zeit wieder neue Tabakgesetze und Shisha-Gesetze und sowas kassieren. Поправок произошло самое страшное, то, чего очень долго опасалась в принципе вся кальянная индустрия. Кальяны как явление запретили в общепите. Теперь курить кальяны в барах, ресторанах и других заведениях по проекту или элементарно eine Teemischung, eine Tabakmischung angeboten wird. Das ist egal. Also das heißt, in allen Shisha-Bars oder die momentan Shisha-Bars vorhanden sind, das wird eine sehr große Änderung für die geben, leider. Und ja, was werden die Besitzer von Shisha-Lounges machen? Ja, also im Vergleich jetzt zum Beispiel in Deutschland, eine ganz kurze Erklärung vielleicht hier so, ist ja so, dass man ja trinken und essen kann und momentan, so wie es im Gesetz verabschiedet wurde in Russland, ist es so, dass man nichts essen und trinken darf, sondern es ist dann wirklich wie so ein Smoke Area, wo dann nur geraucht werden darf. Ja, das ist krass, das wollte ich nämlich gerade sagen, so, weil die erste Shisha-Bar, wo ich in Russland war, da war das normal, so, da war schon ein Tee dabei bei dem Preis, den du bezahlt hast. Du hast dir praktisch einen Sitzplatz gekauft oder gemietet für eine Zeit und da war eine Pfeife und ein Tee schon mit dabei. Und dann habe ich mir direkt noch ein Chicken Sandwich mitbestellt. Und das war da normal in der Bar, also du konntest da, ne, da war direkt, bei der Pfeife war direkt ein Tee dabei, ist ja auch ein geiles Getränk zu einer Pfeife, so ein schöner Tee. Und das war aber auch normal, dass du dann da Essen kaufen konntest. Also das war eine Shisha-Bar und Restaurant sozusagen. Also es war jetzt nicht, du konntest ja jetzt kein Drei-Gänge-Menü reinballern, aber die hatten halt Essen da, zubereitetes Essen. Und das ist ja dann auch schon, für die Shisha-Bars ist das ja auch schon ein krasser Schlag, so. Weil Getränke und Essen, da verdienen ja natürlich auch viel Geld mit. Ja. Warum sind denn da die neuen Gesetze? Das fragt man sich natürlich immer. Im Groben und Ganzen kann man sagen, um Rauchen einzudämmen, weil Rauchen schädlich ist. Richtig. Das kann man wohl sagen. Okay, ich drücke wieder Play, ja? Übrigens lacht mich die ganze Zeit diese McLeod Odyssey, die da links steht, mega an. Ja, so eine die ist krasse mega. Pfeife. Die sieht so besonders aus. Ich finde die gar nicht, also ich gucke die nicht an und denke mir, boah, die ist wunderschön, aber ich sehe die an und denke mir so, boah, die ist einfach krass, so, die ist besonders, die ist special, die hat einfach was. Richtig, und die Schatztruhe, die dazu gehört, ist auch sehr klasse. Die ist so schön, die ist so schön. Okay, ich drück Play und guck weiter die Odyssee an.
И кальянная комьюнити очень активно этот вопрос обсуждает, но к единому выводу пока никто не пришел. Что спасет кальянную? Ja, also in den Communities, im Chat wird momentan wirklich sehr aktiv diskutiert. Und wie soll es aussehen, dass in den Lounges später dann wirklich alle Getränke und Essen rausgenommen werden oder werden das spezielle Zimmer? Ja, weil momentan es im Gesetz so steht, dass man Shisha nur so rauchen kann wie die Zigaretten. Das sind speziell ausgerüstete Zimmer, wie bei einem Flughafen zum Beispiel. Und jetzt ist halt die Frage, wie wird das Ganze dann umgesetzt in Restaurants und Bars? Und was passiert mit den Lounges? Kein Problem. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in eine Shisha-Bar, dann ist da hinten eine Glasscheibe und davor steht dein Getränk. Und du musst immer in diesen Glasraum, um Pfeife zu rauchen. Und wenn du einen Schluck Cola trinken willst, dann musst du rausgehen aus diesem Raum. Das geht ja gar nicht klar. Das wird doch keiner machen. Das wäre so ungemütlich. Dann wird sich doch jeder eine Pfeife holen und wird daheim rauchen. Also krass. Ja. Krass. Ich drücke wieder Play. So ist es gerade in Österreich, schreit Abdi. Wirklich mit diesem komplett abgetrennten Bereich, dass du nicht mal trinken darfst beim Pfeife rauchen. Ich dachte, ihr habt da jetzt so Clubbereiche und so, dass ihr halt Clubmitglied werdet und dann gibt's Clubräume und in diesen Clubräumen ist das dann wieder okay. Kimmy Boys schreibt, Putin macht Shisha auf. Ja, genau das. Abdi schreibt, aber ohne trinken. Ach krass, dann kannst du nicht trinken. Warum soll man denn nichts trinken dürfen dabei? Was ist das denn für eine hirnrissige Idee? Nur im Freien ist es erlaubt. Digga, was? Krass. Запрет на курение кальянов в общепите, в том числе вплоть до. Ja, jetzt wird auf die Frage eingegangen. Ja, das Shisha-Rauchen maximal in 180 Tagen wird ja auch verboten werden in Restaurants, Bars und Lounges. Hat es eine Auswirkung auf McLeod, auf den Verkauf von Produkten? Ja, bestimmt. Er sagt, es wird einen Verlust geben. Es wird einen entsprechenden Verlust geben. Für Hersteller, für McLeod wird es wahrscheinlich nicht so eine globale Änderung sein. Es wird wirklich eher die Person betreffen, die ein Netz von Locations haben. Ja, jetzt stellt euch mal vor. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid John Caliano und habt irgendwie 100 Hookah Places. Also ich meine, Hookah Place ist ein Franchise, aber ohne die Franchises verdient er ja auch nichts. Stellt euch mal vor, was gerade neben seinem Kopf abgehen muss. Der verdient die ganze Zeit richtig gut Geld, weil er halt Franchise an, weiß ich nicht, 100 Bars oder sowas abgegeben hat. Und jetzt sagen die einfach so, nee, Digga, ist nicht mehr. So, dein Imperium, das ist einfach für den Arsch. So, dann hat er ja nicht nur Hookah Place, sondern auch noch Hookah Store. Und das ist dann auch für den Arsch, weil die das alles zuhängen müssen und, weiß ich nicht, Pfeifen raus und was weiß ich nicht alles. Also, Alter, krass, krass. Ja, er sagt auch, diese Personen, wie gesagt, werden am meisten leiden und momentan werden da Gruppen gebildet von Besitzern, die versuchen dann hier eine Änderung durchzusetzen. Klar. Ja. Und für McLeod wird es natürlich gewisse Einbußen geben, aber weil wir denken, die Personen, die vorher Shisha geraucht haben, die werden dann weiterhin Shisha rauchen und bis zu Hause dann entsprechend mitnehmen. Ja, vielleicht gibt es irgendwelche geschlossenen Clubs in Zukunft. Vielleicht ist es zu früh noch was zu sagen, aber die Personen, die vorher geraucht haben, die werden noch weiterhin rauchen. Ja, das denke ich auch. Er sagt insbesondere, manchmal gab es Locations, die einfach zugemacht haben. Und dann sind die Personen zu uns gekommen und haben bei uns dann die Shisha bestellt. Weil sie gesagt haben, hier bei mir im Ort hat jetzt der Shisha-Lounge zugemacht und entsprechend dann fangen sie an, die Shisha bei McLeod zu bestellen. Ja, safe. Wie halt in Deutschland mit Corona. Wie gesagt, ich kenne auch etliche Leute, die dann gesagt haben, ja gut, dann hole ich mir jetzt mal eine Pfeife für daheim. So wegen dem Gesetz oder wegen der Krankheit oder so hat keiner aufgehört zu rauchen. Man hat nur anders geraucht und dann eben nicht mehr in der Bar, sondern halt daheim. So, und anstatt dann über einen Monat irgendwie, weiß ich nicht, 150 Euro in der Bar auszugeben, haben die dann halt gesagt, na gut, dann hole ich mir jetzt mal eine Pfeife für daheim. So, klar, für McLeod ist das dann easy, aber für so einen John Caliano oder so, der etliche Bars und Shops hat,
Alter, RIP Anthony. Das ist schon hart. Das ist wirklich hart. Heftig. Помимо этого, ужесточены правила относительно рекламы табака и кальянной продукции. Как мы знаем, в принципе, реклама табака jetzt geht man auf die Werbung von Shisha ein. Also vorher war es ja auch schon in Russland verboten, Werbung von Tabak zu machen. Jetzt soll aber auch die Werbung von Ereignissen mit Shisha verboten werden. Überall, wo man stimuliert wird, Shisha oder Tabak einzukaufen, das heißt, das soll auch eingegrenzt werden. Also auch für Messen zum Beispiel. Genauso betrifft es auch Merchandise. Also zum Beispiel, wenn man Klamotten, Accessoires, auch die Kohle, die unter dem Brand von dem Tabakhersteller ist, das ist auch nicht erlaubt und deswegen man schaut jetzt, wird Instagram dadurch blockiert und wie wird dagegen vorgegangen? Ja. Inwiefern Instagram blockiert? Also dass man Cloud Beispiel, den Insta-Account löschen muss oder dass Instagram geblockt wird in Russland? Oder wie? Ich vermute, dass es so zu verstehen ist, dass wenn man jetzt wirklich zum Beispiel Must Have oder Element Tobacco als Instagram hat, dass das eventuell dann geblockt oder blockiert wird, ja. Ja. Dass sie das löschen müssen. Krass, krass. Zensur, naja, Abdi, Digga, das ist in Deutschland auch schon so der Fall. Also theoretisch so, zum Beispiel guckt euch mal die Stories von Elvano an. Die sind da auch sehr, sehr vorsichtig, dass ihr niemals Tabak da drinne seht. Weil theoretisch könnte es sofort als Tabakwerbung eingestuft werden. Und Tabakwerbung ist auch in Deutschland verboten. Aber wir können wenigstens noch ganz normal in den Shisha-Laden gehen und können dann eine Shisha kaufen, unseren Tabak kaufen, unsere Kohle kaufen und Co. Ай-яй-яй-яй, das ist hart, ey. YouTube. Что ж, посмотрим. Ваня, как вы... Ja, hier geht's auch, geht man kurz auf YouTube, aber ob das auch eine Alternative dann wäre, da Werbung zu machen. Und jetzt fragt der Moderator, der Moderator fragt, wie sieht das mit MacLeod aus? Wie macht ihr eigentlich Werbung? Und MacLeod meint, also Ivan meint hier, eigentlich machen wir keine große Werbung in dem Sinn, also Werbung sprich in Google Works, Yandex, Target, all diese Medien werden nicht verwendet, um Werbung zu machen. Und es gibt Gruppen, es gibt vielleicht Instagram, Facebook oder da wird einfach ein Inhalt abgeloadet. Wir verwenden das nicht, um Geschäfts, also quasi da werden keine Preise angegeben und nicht mit einem Business-Aspekt, sondern nur um Content damit mit zu vertreiben. Mhm. Gut, das kann er jetzt natürlich schön reden, aber genau. Dass das natürlich trotzdem Werbung für seine Pfeifen ist, natürlich. Das absolut. Ist natürlich so, ne? Klar, natürlich. Ich denke, dass sie dann vielleicht wirklich darüber gehen, dass dann Blogger mit mehr einbezogen werden. Ja gut, aber das zählt ja dann auch für Blogger, oder? Dass sie da nichts machen dürften. Wahrscheinlich ja, wobei, wenn man dann über YouTube oder Instagram geht, da gibt es ja ein eigener Algorithmen, wie das Ganze zensiert oder ja nicht erlaubt sein wird. Ja. Dementsprechend werden dann vielleicht internationale Blogger damit dann quasi. Oh, du willst also sagen, deutsche Blogger werden gerade deutlich interessanter für MacLeod? Könnte das so sein, ja. Ich kenne da einen. Der mag auch seine MacLeod sehr, sehr gerne, habe ich gehört. Spaß. Ja, genauso sagt er zum Beispiel, die Alkoholvertreiber zum Beispiel oder die Alkoholmarken, die haben das Ganze ja auch so umgeswitcht, dass man die Werbung jetzt meistens im YouTube findet zum Beispiel. Für Shisha wird es bestimmt eine Alternative geben, wo man das posten kann, ja. Also er vermutet, dass Instagram hier wirklich Einschränkungen einführen wird, dass man da keine Preise angeben darf in Zukunft, vielleicht auch, dass die Tabakhersteller gewisse Eingrenzungen berücksichtigen müssen, aber für MacLeod wird es keine fatale Auswirkung geben. Ja. Ja. Jetzt um die Ereignisse, also Events. Oh, ja. В связи с этим под большим вопросом кальянные выставки. Die Hookah Club Show war so geil. Ich will da unbedingt wieder hin, ey, wenn ihr das bannt. Genau, es geht hier auch
John Calliano konnte noch, genau, das sagt sie jetzt gerade, und Hukashow 2021. Das wird eine große Frage, wie das Ganze stattfinden wird. Scheiße, ich habe mich schon so auf St. Petersburg gefreut, ey. Das stimmt. Конечно, с учетом всех мер, необходимых для безопасности людей в условиях пандемии. Ja, jetzt, sie erzählt gerade so ein bisschen über John Calliano. Ja? Und hier, was wird in 2021 sein, ist wirklich unklar, aber die Werbung von Hukashow 2021 setzt sich fort und es wird wahrscheinlich ein anderes Format geben, aber nichtsdestotrotz gibt es, wird es die Messe geben. Ja? Aber was für ein Format das ist. So sicher kann sie das doch noch gar nicht sagen, oder? Also ich meine, es ist ja wohl noch unklar. Ja. Und woher will sie jetzt wissen, dass das hundertprozentig stattfindet? Ja, ich denke, dass sie momentan, dass man halt momentan sehen kann, dass die Hukashow 2021 weiterhin Werbung macht. Man kann Tickets kaufen. Ja gut, können sie auch noch. Davon ist ja ausgehend, okay. Genau, davon ausgehend nimmt man an, okay, dann wird sich was vielleicht am Format ändern. Wie das Ganze dann aussehen soll, dass man wirklich das Ganze sich nur anschauen kann. Man kann nichts testen. Es sei da alles in Vitrinen, ja, ganz, sozusagen. Aber ganz ehrlich, dafür muss ich nicht nach Russland fliegen. Also wenn ich da nicht geilen Kram rauchen kann und wenn ich da nicht Pfeifen einpacken kann für die Hälfte des Preises, als es in Deutschland verkauft wird, ey, sorry, aber dann gebe ich nicht 500 Euro für ein Wochenende in Russland aus. Richtig, das wird spannend. Und wenn das für mich so ist, dann ist das mit Sicherheit auch für viele, viele weitere Leute, die jetzt nicht gerade in und um St. Petersburg wohnen, mit Sicherheit auch so. Und dann wäre das schon trotzdem ein krasser Schlag für die Hooker Club Show. Genau, oder die Hooker Club Show kommt nach Europa. Ja, das wäre natürlich geil, da muss ich nicht so weit fliegen, ne? Genau. Okay, eieiei. Krise, ich drück Play, aber das ist sehr, sehr ernüchternd, ey. Was auch ernüchternd ist, ist, dass mein Kopf durch ist. Ja, jetzt fragt der Moderator nochmal, wie sieht das aus mit Merchandise, weil das betrifft es ja auch, weil es ist zusätzlicher Vertrieb oder Verkauf, aber bei Messen, bei Shows, das ist ein, ja, das ist, man macht es populär, man macht die Shisha populär, das ist eine riesige Sphäre, also eine Kultur, die entwickelt werden, da sind eigene Hersteller, man hat ein eigenes Festival, da passieren einige Sachen und das ist wirklich sehr bitter, was die Messen angeht, weil auf Messen werden präsentiert, da treffen sich sehr viele Personen, Personen tauschen sich aus. Ja, ganze Nationen. Das heißt, das Ganze wandert jetzt in die Türkei, nach Europa, nach Spanien, vielleicht Weißrussland. Let's go, Hooker Club Show in Deutschland! Ja, als er sagt, ja, bislang ist es noch nicht zu 100% durchgesetzt und momentan ist wirklich alles unklar. Und solche Fragen haben wir natürlich schon gestellt, um das global auch zu diskutieren. Und damit beschäftigt man sich auch schon seit längerer Zeit. Okay. Also sieht krass, wohl so aus, ja? Dass es da einen Wandel geben wird, ja. Wie lange haben wir denn noch beim Video? Ich denke bald. Ah ja, okay. Dann mache ich mir danach einen neuen Kopf. Aber meiner ist echt RIP. Somit weg, danke für die Übersetzung. Lodo, hau rein, Digga. Schön, dass du am Start warst. Und der Dank geht auf jeden Fall an Mascha, nicht an mich. Dankeschön, Marvin. Danke, Shisha Wiki. Der Lodo. Dem. Oh, Lodo, vielen Dank. Ich bin nur gerade euer Übersetzer oder euer Weiterleiter. Lodo, dankeschön. Mein russischer Kollege zu dem Thema gerade als einzige Frage. Keine Oblakos mehr? Ja doch, dann verkaufen die Oblakos halt als Kerzenständer. Zack, fertig, Oblako weiter produziert. So, ich mach Play.
Основной вопрос, который сейчас решает индустрия, причем не только в лице Аси Закатовой, которая уже довольно давно... Die Hauptfrage, welche jetzt die Industrie versucht zu entscheiden, ich denke, es geht jetzt... Ja, es geht jetzt um die Bildung von Communities, um gemeinsam mit der Shisha-Industrie hier dagegen vorzugehen oder sich zusammenzubilden, um mit der Regierung zu sprechen und also Änderungen zu dem Gesetz durchzusetzen. Ja. Und Rolf haut auch nochmal 5er raus, total lieb und vielen Dank für die mega nette Übersetzung. Grüße gehen raus. Vielen Dank. Sneaking Bear schreibt auch noch direkt. Lieb. Würde mir sofort so einen Kerzenständer kaufen. Ja, ich bin auch noch auf der Suche nach, nach einem sehr, sehr schönen Kerzenständer, vorzugsweise Größe M oder L. Colorway beliebig. Ja, diese Petition und diese Änderungen versuchen durchzusetzen, dauert bestimmt mindestens 6 Monate. Ja. Bis dahin hat aber das Gesetz oder tritt das Gesetz bereits in Kraft und deswegen natürlich wird diese Periode sehr, sehr schwer, also dieser Zeitrahmen, ja. wie man das sozusagen überwindet, gibt es dann eine Grauzone? Das ist jetzt dann natürlich die Frage darüber. Also, Ivan denkt, dass gewisse Änderungen angenommen werden vielleicht in irgendeiner Form. Also es ist wirklich rein seine Meinung, dass man vielleicht geschlossene Clubs hat, kein Essen, keine Getränke, gewisse Normen für die Lüftung, also Air Conditioning und vielleicht für die Architektur. Vielleicht gibt es da, und jetzt sagt der Moderator, ja, wir haben zum Beispiel ein Restaurant, wo man wirklich so ein Raucherzimmer hat und da kann man wirklich nur rauchen und in dem anderen Raum kann man essen und trinken. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Also ungefähr genau das, was jemand da gesagt hat, dass es in Österreich genauso ist. Ne? Also so hört sich das an, genau. Ja. Ja. Vielleicht wird das eine Variante sein. Ja, das wird durchdiskutiert. Und ja. Ja, man möchte weiterhin, dass, wie gesagt, diese Lounges vorhanden sind und dass es nicht in wirklich irgendwie separiert wird, ja. Das, ja, klar. Ja. Ja. Und jetzt geht man auf diese Smokeboxen ein, wie komplex die sind und wie viel die kosten, dass keine Lounge sich sowas leisten kann, ja. Ach so, ich war gerade kurz lost wegen Smokebox, also diese abgetrennten Räume. Ich war gerade so kurz so, wieso sind wir jetzt bei Kalaut, verstehen die nicht? Wie nennt man diese Smokingboxen am Flughafen, ne? Smokers Lounge. Ja, genau, diese ganz kleinen Kabinen. Ja. Und wenn man das natürlich in einen großen Raum umsetzen möchte, das wird Hightech kostentechnisch nicht machbar sein für die Lounges, ja. Ja, keine Ahnung, die müssen einfach vorne direkt eine Glasscheibe reinmachen und alles dahinter ist die Smoking Lounge. Aber das Ding ist halt so, warum sollte man da drin essen, verstehe ich. So, wenn die Essen da drinnen blocken wollen, okay, kann ich nachvollziehen. So, wo geraucht wird, muss nicht gegessen werden, ist okay, kann ich verstehen. Aber trinken, was soll das denn für einen Sinn haben, jemanden bei einer Shisha das Getränk zu verweigern? So, wenn du sagst, okay, bei einer Zigarette, so okay, dann will der vielleicht schnell wieder raus und will dann was trinken. Aber du kannst doch jemandem nicht eine Pfeife verkaufen und erwarten, dass er nach 20 Minuten rausgeht, um was zu trinken. So, Das funktioniert doch nicht. Schmidti, danke für deinen Sub auf Twitch, mein Lieber. Also, Shisha-Bar ohne Getränk, was ist das? Zeit für Oblako Flachmann. Der Oblako Flachmann, der kommt. Oh Mann, Alter, was eine Scheiße. Und das in Russland, ey, die hatten so eine geile Shisha-Kultur. Нет. Ja. Genau. Jetzt geht man wahrscheinlich auf den letzten Punkt ein, und zwar, wie wird die Regierung diese Kontrollen durchführen? Ja, gibt es einen Mechanismus? Weil
um da kurz wieder den Vergleich zu Deutschland zu knüpfen, geht mal in 10 Shisha-Läden und guckt mal, wie viele von diesen 10 Shisha-Läden, Offline-Läden, sich an TPD halten. Grüße gehen raus. So, ich meine, hey, ich bin froh drum, dass ich immer noch häufig mein Traube Minze kaufen kann, aber just saying so, so wirklich viel merkt man von vom 20. Mai jetzt nicht überall. Huh? Just saying. Und Nadja hat auch nochmal einen Fünfer raus, wie immer, wenn mein Mann donatet, ziehe ich hinterher. Vielen lieben Dank für die Übersetzung, Mascha. Also auf jeden Fall riesengroße Dankeschöns aus der ganzen Community, dass du uns das hier übersetzt. Sehr, sehr gerne. Und kein natürlich Thema. Auch von mir. Sehr gern. Подвешенном состоянии. И, конечно, я хочу попросить всех, кого затронул прямо или косвенно вопрос по Ja, und jetzt ist auch die Bitte an alle, die hier Fragen haben oder die hier supporten wollen, die Besitzer von verschiedenen Lounges oder haben vor, eine Lounge aufzumachen, bitte kommentiert und ja, bitte beteiligt euch hier mit und wendet euch an uns, so nach dem Motto, genau. Und jetzt sagt er natürlich, im Ganzen ist das wirklich uncool. Ja, kann man so sagen. Es wird irgendwo gewissermaßen irgendwo nicht legal sein. Irgendwo versucht man was zu verdecken. Also es wird zu Problemen führen, das ist ganz klar. Ja. Und ja, hier geht er so ein bisschen ein auf einen Prüfer, wie viel er so verdient im Monat. Okay, verstehe. Dass so ein Prüfer 25.000 Rubel verdient und das ist doch ganz klar, dass es nicht, dass er das nicht legal verdient, so ein bisschen. Okay, verstehe. Ich muss kurz zwischendrin von Ranele die 17 Euro Superchat-Donation vorlesen. Sehr, sehr geil, Digga. Bester YouTube-Channel zum Thema. Hat mir beim Einstieg extrem geholfen und ein herzliches Dankeschön für die super angenehme und informative Übersetzung, liebe Mascha. Shisha WG macht Spaß. Erstmal vielen, vielen Dank. Schön, dass ich dir helfen konnte sehr beim nice. Einstieg, mein Lieber. Und danke dir für die Unterstützung von dem YouTube-Kanal. Ich hoffe, dass es nicht nur ein informativer Einstieg ist und da helfen kann, sondern auch keine Ahnung, so, vielleicht ist es ganz gut, dass wir in Deutschland wissen, was da in Russland abgeht. Wer weiß, vielleicht hat es auch noch irgendwelche anderen Auswirkungen, dass vielleicht auch Deutsche sagen, so, ey, Russland, so, das könnt ihr doch nicht bringen, so, ey, ihr habt so eine geile Shisha-Kultur. Also ganz ehrlich, viele Leute in Deutschland schauen wirklich aktiv auf zu Russland für diese Shisha-Kultur. Und die sind gerade selbst dabei, das einfach wieder in Grund und Boden zu stampfen, also... Hä? So was? Ja, ich hoffe, es wird da Wege geben, wie gesagt, ja. Aber es hört sich schon sehr massiv an, das stimmt. Ja. Ja. Und auch die Hooker Club Show, ey, ich bin, also. Da ich bin ich gespannt, wie sie das lösen werden, wirklich. Ja. Also, same. Ich hoffe nicht, dass das wirklich ja, einfach nur hinter Vitrinen verdeckt sein wird und man sich das anschauen kann wie ein Museum. Selbst die Museen sind ja auch interaktiver geworden. Also ich hoffe, da werden sie eine Lösung finden. aber trotzdem so. Ich fliege doch nicht nach Russland, nach St. Petersburg und gebe 500 Euro in Russland auf, die dem russischen Staat zugutekommen. Also ich meine, könnte ich dann ja nicht mehr, aber ich fliege doch nicht nach Russland, esse in Russland, trinke in Russland, bezahle Hotels und Taxi und was weiß ich nicht alles in Russland, damit ich mir da eine Vitrine angucken kann, hinter der ein Oblako oder eine McLeod-Pfeife steht. So läuft das nicht. Ich will da hingehen und will für die Hälfte vom deutschen Preis da richtig geile Shishas einkaufen und nach Hause kommen mit 5 geilen Pfeifen und 20 geilen Köpfen. Und das ging ja dann nicht mehr. Richtig, ja. Scheiße. Putin, bitte fang an, Pfeife zu rauchen. Du wirst merken, das ist geil. Okay, das schneiden wir raus, das Video, ansonsten werden wir gehackt. Okay, ich mach nochmal Play. Как мы знаем, на любую поправку может найти своя лазейка. Эти лазейки и вообще там поправки этих поправок. Ja, also es gibt bestimmt irgendwo ein Schlupfloch in diesen ganzen Änderungen und vielleicht gibt es Änderungen zu den Änderungen und dann gibt es vielleicht hierzu dann einen Ausweg. Deswegen momentan warten wir auf. Ja, wir warten, ihr wartet, ich hoffe, wir werden was erwarten. Ja, also, man glaubt, hofft auf das Beste und
Genau, das war der Shisha-Blog von MacLeod. Und Uff. Genau, also persönlich muss ich sagen, ich freue mich wirklich darüber, dass MacLeod bislang die einzigen waren, die hierzu ein Statement abgegeben haben, offiziell. Alle anderen halten sich so ein bisschen bedeckt. Ich denke, das ist ein wirklich sehr sensitives und sensibles Thema. Ja, klar, die werden also, auch wahrscheinlich shit tons of work jetzt haben. Also, absolut. Denen wird wahrscheinlich einen der Arsch auf Grundeis gehen. So. Also, ich wäre jetzt nicht gerne in der Haut von John Caliano, muss ich ehrlich sagen. Mit etlichen Bars und Shops. Genau, ich denke auch die Tabakhersteller wie Must Have wird es auch oder Darkside wird es auch treffen irgendwo und dementsprechend kann man von denen, also ich habe versucht Must Have mal anzuschreiben, aber absolut gar kein Statement, ist auch noch viel zu früh und ich denke, sie bekommen jetzt Tonnen von diesen Fragen und entsprechend ist es wahrscheinlich ja einfach momentan nicht möglich zu beantworten, weil sie nach Möglichkeiten suchen werden. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja doch dann Positives für Europa, wenn das Ganze nach Europa wandert, eventuell. Mal sehen. Ja, für uns könnte das vielleicht sogar was Gutes haben, aber ganz ehrlich, ich finde es trotzdem super, super schade. Es ist traurig für die russischen Fans oder Hooker-Lovers, sage ich jetzt mal. Natürlich ist es wahnsinnig schade. Mhm. Safe. Und auch für die Nicht-Russen, die aber Fans der russischen Kultur sind. Und da würde ich mich auf jeden Fall dazu zählen, weil, also, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist so. Also die Russen haben so eine ausgeprägte, eigene, also unique und special Shisha-Kultur. Das wäre echt zu krass. Also wir sind mal gespannt, was letztendlich passiert und wie das Ganze sein wird. Aber das klingt auf jeden Fall schon mal absolut nicht gut. Ja, da wie kam Ivan eben gesagt hat, uncool, genau. Sehr, sehr uncool, ja. Kam eben noch die Frage von Michi, raucht Mascha eigentlich auch Shisha? Just asking. Ja, ich rauche Shisha. Nice. Und lieber russische Sachen oder auch deutsches? Eigentlich eher deutsch, ja. Okay, krass. Aber du kommst ursprünglich aus Russland, lebst jetzt in Deutschland, arbeitest aber eigentlich in China. Richtig, genau. Und wie machst du das mit Shisha rauchen, wenn du in China bist? Das geht dort. Also China hat auch eine sehr große eigentlich Rauchkultur, so wie die Teekultur. Und deshalb ist das möglich, wobei natürlich ist es auch eine Grauzone und dort ist Shisha auch nicht so spezifiziert wie jetzt, sage ich mal, hier in Deutschland. Aber es ist möglich. Also okay, und du kriegst da auch Tabak oder kannst du ihn dahin bestellen? Ja, es gibt aber leider nicht den aus Deutschland oder ja, es ist sehr, sehr schwer. Also ich kann an keinen deutschen Tabak drankommen, aber ich sag mal, ausländischen Tabak gibt es, wie Adalia Alfaka, Social Smoke von Mari, Somo. Es gibt schon einige, Das ist doch solide. Ja. Also hätte ich nicht gedacht, dass das in China so easy ist. Genau, ist aber momentan nicht so beliebt wie jetzt, sage ich mal, in Deutschland oder in Russland natürlich. Okay, ja. Nicht also von meinem Laienverständnis für die chinesische Kultur würde ich auch sagen, passt da auch irgendwie nicht so krass rein. Gut, aber in Deutschland hätte ich das jetzt auch nicht gedacht. Ich denke, das wird noch wachsen. Genau, ja, genau. Es hat sich auch in Deutschland entwickelt, von daher denke ich, dass... Wir sind mal gespannt, wann der Samsung-Tabak... Ach nee, Samsung ist ja koreanisch, ne? Xiaomi. Genau, Xiaomi, genau. Ja. Xiaomi, Huawei. Du sagst auch Huawei, ne? Mhm. Ja, weil ich wusste nämlich, dass Huawei heißt. Aber ich finde es immer so geil, wenn Leute Huawei sagen. Nein, das ist Huawei. Ja. Okay, wie heißt die Stadt? Shenzhen? Die Stadt? Ja, es gibt doch Shenzhen, da kommen die ganzen PC-Teile und Co. her. Shenzhen, ja, Shenzhen, genau, ist in der Nähe aber man von Hongkong. Sagt Shen und dann Yin, also Shenzhen, Shenzhen. Shenzhen, ja, Shenzhen, Shenzhen. Genau. Ja, okay, das ist super verwirrend. okay, ich mache mal kurz das Outro für YouTube. So, Leute, das war das Video von MacLeod. Sehr, sehr krass, was da in Shisha abgeht. Wir sind auf... sehr, sehr krass, was da in Shisha abgeht. So Leute, das war das Video von MacLeod. Ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, was da in Russland abgeht. Also wir sind sehr, sehr gespannt, was da draus jetzt wird, wie sich das entwickelt. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas in Russland passiert. Ich finde es sehr interessant, dass die Russen sagen, naja, in Deutschland ist das ja alles viel, viel lockerer. Wir gucken mal, was es wird, aber ich hoffe, dass es da irgendwie noch dann gescheite Regelungen gibt, dass das alles weiter bestehen kann, weil... Ich für meinen Teil wäre schon traurig, wenn ich nicht mehr zur Hookah Club Show gehen könnte oder dann nur noch Sachen hinter einer Vitrine sehen würde. Aber stellt euch mal vor, wie das erst für die Russen wäre. Stellt euch mal vor, das wäre so in Deutschland, ja. Also sehr, sehr krass.
Mascha, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Übersetzen. Sehr, sehr nice, dass du uns hier wirklich ein 23-minütiges Video übersetzt hast. Sehr gerne. Und Hat mich gefreut. Ebenfalls. Und ich hoffe, keine Ahnung, für euch war es interessant. Ich weiß, da waren jetzt eigentlich keine kranken Infos drin, die jetzt irgendwie jemandem in Deutschland weiterhelfen. Ich finde aber trotzdem, vielleicht sollte man das einfach mal wissen, ja, was so Shisha-mäßig auf der Welt abgeht. Und das ist schon ein major, major Event, was da irgendwie eine Shisha-Szene krass einschränken könnte. Deswegen haben wir es uns heute einfach mal zusammen angeguckt. An der Stelle, danke fürs dabei sein. Gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Eure Shisha-WG und eure... Ach so, Mascha, okay.